Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Flughafen-Feuerwehrsimulator mit mir, dem Niklas. Wir stecken jetzt mal wieder in der Haut des Feuerwehrmannes Hans Kevin. Und wir haben letzte Folge, glaube ich, die Höchstpunktzahl, beziehungsweise nicht Höchstpunktzahl, sondern die Punktzahl erreicht, die nötig ist, um den Panther freizuschalten. Ich hoffe jetzt inständig, dass wir auch den Panther bekommen. So, bla 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 bla. Dein Haustier für diesen Tag heißt Panther Florian 10. Sei bloß schön lieb zum Kätzchen, sonst kratzt es nicht. Jawoll! Wir dürfen Panther fahren. Das ist doch mal endlich was. Wir dürfen Panther fahren. Vor allem solltest du blind wissen, wie der Monitor- und Dachwerfer funktioniert. Was ist denn ein Monitorwerfer? Die viel wichtigere Frage ist, wozu braucht man das? Ein Monitorwerfer. Naja, wir werden es bestimmt noch herausfinden. Wenn der Chef uns denn jetzt mal endlich an die Arbeit hier lässt. So. Ich und meine 5 Klone gehen ans Werk. Hans Kevin, fit, quietsch, fidel, wie immer. Übrigens, ich erkläre es am besten nochmal für alle, die es so nicht wissen. Die Steuerung hier ist ziemlich komisch. Die reagiert ziemlich hakelig und sensibel. Also wirklich hypersensibel. Da muss man immer aufpassen. So, und da steht er, der Panther. Das Heiligtum, das ultimative Heiligtum, das wir jetzt fahren dürfen. Ich bin echt gespannt. Was hat denn der so zu bieten? Oh, guck mal hier, so eine Klappe hier. Ich weiß aber nicht, wozu die gut ist. Kann man hier irgendwas öffnen? Nee, aber man kann in den Wagen reinrennen, so wie es scheint. Was kann man hier machen? Vielleicht bietet uns das Cockpit... Boah, guck mal hier. Das nenne ich doch mal ein ordentliches Fahrzeugcockpit hier. Und ich sehe, wir haben da hier unten einen zusätzlichen Schalter auf R. Was ist denn das? Ich glaube, das ist irgendeine Zusatzleuchte oder so. Naja, wir fahren mal nach... Oh, Alter, guck dir das mal an hier. Was haben wir denn hier bitteschön alles für fette Schalter? Das sind ja tausende von Schaltern. Da muss ich mich erstmal mit vertraut machen. Wenn ich nochmal R drücke, dann minimiert sich das wieder aufs Wichtigste. Blaulicht und Martinshorn funktionieren einwandfrei. So. Es wurde sich in den Kommentaren beschwert, dass ich mir in der letzten Folge keinen Zettel gemacht hätte mit Themen. Dem bin ich jetzt mal nachgekommen. Hab mir wieder einen Zettel gemacht mit Themen von euch, beziehungsweise Verbesserungsvorschlägen und Tipps. So, da hat mir jemand geschrieben, ich soll doch mal zum Übungsgelände fahren. Das versuche ich jetzt mal, wenn ich denn wüsste, wo das Übungsgelände ist. Ja. Dann hatten wir ja in einer der letzten Folgen die Umfrage... Also ich hatte eine Umfrage gestartet zum Thema Grafikgeilheit. Und auch bei euch ist es so, dass das Gameplay letztendlich wichtiger ist als die Grafik. So, Scheinwerfer aus. Ah, guck mal, hier darf man nur 30 fahren. Ich fahr 100. So. Tju. Dieser Panther geht aber ganz schön ab. Was ist denn M? Ah, guck mal, jetzt haben... M ist so eine Art Dusche. Beziehungsweise irgendein Wasserwerfer. Aber wo ist denn das Übungsgelände? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo das Übungsgelände ist. Naja. Dann habe ich hier noch was mir aufgeschrieben. Nämlich diese Müllcontainer, wie ich sie immer nenne, die hier, die auch immer brennen. Das sind wohl Frachtcontainer und keine Müllcontainer. Von DLL Cargo. Hätte mir eigentlich auch selber auffallen können, sowas. Naja. Und dann hatte ich ja in der letzten Folge auch noch den interessanten Fakt geäußert, dass wenn irgendein Wesen so eine
so ein Tier oder so ein Mensch in so einer Turbine gesogen wird, dass hinten rötlicher Rauch rauskommt. Hat mir irgendjemand geschrieben, auch der Rauch ist, wenn überhaupt, weiß oder schwarz. Ja, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber ich glaube, der ist auch irgendwo rötlich, meine ich mal irgendwo gelesen zu haben. Naja, wie auch immer. Sonst können wir doch mal eine Diskussion machen. Ist der Rauch jetzt rötlich oder doch eher schwarz oder weiß? Wird bestimmt interessant. So. Ich frage mich, was für Einsätze wir jetzt mit dem Panther hier fahren werden. Und ich glaube, ich probiere jetzt einfach mal die Knöpfe hier aus. Weil das ist ja sowas von viel. Ah, guck mal, da tut sich was hier draußen. Boah, das ist ja eine richtige Überschitt-Wasserkanone. Sag nicht, das Ding vereist den Boden. Boah, wie geil, guckt euch das an. Das Ding vereist ja den Boden fast. Das ist ja richtig, richtig extremer Löschschaum hier. Ah. Okay. So ist das also. Und dann, das heißt, wir können Brände, wir müssen jetzt nicht mehr extra aussteigen. Das ist ja geil. Wir können so kleine Brände direkt aus dem Fahrzeug herauslöschen. Also, das ist ja mal geil ohne Ende. Hammergeil ist das. So, und auf O und P. Was macht man auf O und P? Keine Ahnung. Dann gibt es noch die Nummer 4. Alter, die Nummer 4 sieht ja aus wie die übelste Gatling. Ich will Nummer 4 abgeschaltet haben. Was ist denn die Nummer 4 überhaupt? Ah, ich glaube, das Ding da oben, die Kanone. Wir haben ja sowieso ein ausgeklügeltes Kanonensystem am Panther angebracht. Was ich mich jetzt frage... Wie bedient man das? Dann haben wir noch... Ah, mit K und L können wir diesen Arm hier heben und senken. Ich hätte die Nummer 5 aber doch gerne abgeschaltet. Ich möchte die 2 anschalten, bitte. Hallo. So. So, jetzt ist die Nummer 5 abgeschaltet. Jetzt schalten wir mal auf die 2. Ah, jawohl, hier, guck mal hier. So ein richtig fettes Einsatzbefehl für alle Fahrzeuge. Wir haben gerade vor dem Tower... Naja, egal. Warum steige ich ihn aus? So, Leute. Uns erwartet also hier ein Einsatz. Schneller! Wir müssen zum Einsatz. Na gut. Unser Kanonensystem fahren wir jetzt wieder ein. Und jetzt haben wir unseren ersten Einsatz mit dem Panther hier. Ich bin ja mal gespannt, was uns am Einsatzort erwartet. Und wir müssen nicht aussteigen, wenn das schon ein scheiß Mülleimerbrand ist. Dann können wir gemütlich sitzen bleiben und hier unsere Löschkanone anschmeißen. Also, das ist, finde ich mal, richtig geil. So, das Martinshorn dröhnt wie verrückt. Und das ist wohl ein Großeinsatz. Ich sehe auch schon in der Ferne die Kollegen. Und da sehe ich auch schon Rauch aufsteigen. Was ist denn da passiert? Auf jeden Fall ein Maschinenbrand, so wie es aussieht. Unsere Kollegen rücken auch schon an. So. Ich glaube, das ist ein Fall für unsere größere Löschkanone hier. Da müssen wir ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Gut. Würde ich sagen. Oh. Der ist aber ganz übel hier abgestürzt. Martinshorn kann aus. Blaulicht lassen wir noch an. Ganz klar, Einsatzort absichern. Regel Nummer 1, Blaulicht an.
Und jetzt schmeißen wir unsere geile Kanone hier an. Boah, guck mal, das ist doch richtig krasser Übershit hier. Ja. Wir können ja einfach ganz gemütlich aus dem Fahrzeug raus die Flammen bekämpfen. Das ist, glaube ich, auch ganz im Sinne von Hans Kevin, der jetzt keine Drecksarbeit mehr machen muss. So, aber ich würde dann doch gerne mal das Feuer da vorne eindämmen. So. Jetzt schwenken wir rüber. Und haben wir es gelöscht? Noch nicht ganz. Ich würde sagen, wir deaktivieren die Kanone mal kurz. Fahren hier so ein bisschen rum. Einen Moment, Kollegen, ich muss mal hier wenden. Ihr seid mir vielleicht komische Florians hier. Oh, die andere Seite brennt ja auch noch. Das ist übelst. Das ist nicht übel, das ist übelst. So. Hier haben wir unsere geile aparte Löschkanone. Vielleicht reicht die auch schon aus. Ich bezweifle es aber. Deshalb switchen wir jetzt mal wieder auf unsere dicke, fette Kanone hier. Und oh, ich glaube, ich mach gleich mal das Blaulicht aus. Das ist ja echt was für Epileptiker. Beziehungsweise nix für Epileptiker. So, jetzt fahren wir noch zur anderen Seite hier. Hier diese Florian-Feuerwehrfahrzeuge, die dienen auch nur zum Absichern, habe ich so das Gefühl. So, jetzt packen wir wieder unsere dicke Kanone aus. Wir haben keinen dicken Schlauch mehr, wir haben jetzt eine dicke Wasserkanone hier, mit der wir auch noch mehr spritzen können. Und das gemütlich aus dem Fahrzeug heraus. Das heißt, wir können hier theoretisch nebenbei einen Kaffee trinken. Das ist doch der Traum eines jeden Feuerwehrmanns. Sowas müsste man eigentlich auch bei der regulären Feuerwehr einsetzen. Ja, Pause haben wir uns jetzt definitiv verdient. Der Meinung bin ich auch. So. Mal sehen, was uns für die restlichen 2 Einsatzstunden hier noch bevorsteht. Wir gehen dann mal wieder runter. Aber so ein Panther, das ist doch... Das ist das einzig Wahre hier. So ein richtig fetter Panther. Also ich mag den Panther auf jeden Fall. Es hat sich gelohnt, darauf hinzuspielen. Definitiv. Also ich möchte jetzt auch nie wieder mit einem anderen Feuerwehrfahrzeug hier fahren. Der Panther ist einfach hier, ist und bleibt das Geilste. So. Müssen wir vielleicht mal tanken? Nee. Wir sind noch mehr als halb voll, das reicht. Reicht locker. So, ich sehe gerade es... Was heißt, ich sehe gerade? Es ist 6 Uhr, unsere Schicht ist mal wieder zu Ende. Das heißt auch, dass diese Folge hier zu Ende ist. Ich werde jetzt I drücken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hans Kevin rettet den Flughafen. Bis dann!